Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash Team Racing Nitro Fueled. Ja, wie ihr seht, der Grand Prix ist da. Crash Team Racing TV, da gab es gerade eine lustige Cutscene. Das alles wird allerdings hier nicht im Let's Play stattfinden, das habe ich ja schon erzählt. Heute Abend, wenn ich das hier aufnehme, wird ein Livestream stattfinden. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich vor 5 Wochen oder so. Indem ich den Grand Prix machen werde. Ich werde mir leider, habe ich schon gesehen, nachher nochmal eine PS Plus Mitgliedschaft, zumindest für einen Monat, kaufen müssen. Ja, wird es dann aber, denke ich, auch wert sein, weil man kriegt ja auf jeden Fall ein paar nette Belohnungen. Ja, darum soll es jetzt aber heute nicht gehen. Ich dachte mir, dass ich heute trotzdem nochmal eine Runde aufnehme, denn ich möchte weitermachen mit den Kristallherausforderungen. Wir haben ja erst eine geschafft, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Genau, es geht weiter mit dem Laborkeller, richtig? Ja. Der Laborkeller fehlt nämlich noch. Wir machen das jetzt auf leicht, weil, naja, ne? Wir haben ja gesehen, was jetzt mal passiert ist. Ich möchte niemandem was beweisen. Es sind eh nur die Kristallherausforderungen, die eh komplett optional sind. Aber auch nur für eine Trophäe, ja. Von daher ist es, glaube ich, okay, wenn ich das auf leicht mache. So. Geheime Arena, aha. Okay, es sieht eigentlich nicht so schwer aus. Wenn man nicht mehrere Ebenen hat, ist es eigentlich immer, finde ich, ein bisschen entspannter. Als ob ich da jetzt noch einen Turbostart hinbekommen habe. Aua. Gut, hier ist natürlich die Challenge, dass überall Nitro ist und mich kaputt machen will. Aber ich krieg das schon hin. Jetzt habe ich heute auch mehr als eine Arena, das wäre schön. Ja, komm, scheiß drauf. Wie da hinten noch so ein Stück vom Kristall weggeflogen ist. Überhaupt, ne? Wie die zerspringen. Das ist sehr interessant. Früher hat mich einfach nur eingesammelt und die hat das gleiche Geräusch wie wenn man Wumperfrüchte eingesammelt hat. Also dieses, wenn man da reinbeißen würde. Bisschen unpassend, wenn man mal drüber nachdenkt, aber hey. Okay, es sind gar nicht mehr viele, genau genommen. Noch einer. Okay, jetzt, das war jetzt schon wieder übel einfach. Da hätte ich auch normal wahrscheinlich geschafft. Oh! Abschluss eines lokalen Kampfes. Oh nö! Okay, ich wusste nicht, dass es auch... Okay. Aber nur 5 Nitro, okay. Ich wollte jetzt eigentlich nur nichts von der Challenge schaffen. Egal, es ist auf Aufnahme, ist nicht so schlimm. Man hat zumindest der Beweis, ja, dass ich hier nichts offscreen mache. Ja, ich habe schon gesehen, die Challenge, das ist halt nicht nur irgendein Grand Prix, den man online fährt, was ich halt dachte, dass man einfach nur Rennen gewinnen muss oder so. Nee, es gibt ganz viele Challenges, auch so tägliche Herausforderungen, wöchentliche. Das ist natürlich sehr schön, weil ich nächste Woche 3 Prüfungen schreibe. Perfektes Timing. So, das war jetzt nur noch das Nordbecken, ne, von den Crash Team Racing Arenen. Ja, wie gesagt, es wäre natürlich jetzt wunderbar, wenn ich in der Folge alle Dinger schaffen würde. Alle Herausforderungen, alle Kristall-Herausforderungen. Dann hätte man nämlich schön so ein... Aber eigentlich ist auch egal. Achso, es ist jetzt auch der 3. Juli, das heißt mit dem Update, das war auch 2 GB groß hier für den Grand Prix, dürfte ja auch eigentlich jetzt dieser Bug weg sein, der Bug gefixt sein, dass ich jetzt auch endlich die Oxidgeister machen kann. Die Entropy-Geister. Weil, habe ich ja gesehen, da gab es einen Bug, der bei einigen aufgetreten ist, wenn man halt zu viele Entropy-Geister gemacht hat, dann wurden die Daten scheinbar zu groß, die er irgendwie speichern musste, und dann gab es so einen Bug, der quasi den Save-File komplett kaputt gemacht hat. Und darauf hatte ich, ja, geschmeidig keine Lust. Von daher habe ich in der Hinsicht, oder, also in der Hinsicht, aber habe ich dann darauf lieber gewartet, ne, auf den Fix. Ist, glaube ich, verständlich. Oh, weg mit dir. Ja, es ist auf jeden Fall sehr chaotisch, wie ich hier gerade fahre. Kann man... Tiny, ey. Tiny fliegen! War übrigens nicht geplant. Das war nicht geplant. Was denn? Warum tust du mir das an? War nicht geplant, dass ich eine TNT-Kiste fahre. Wie verarschen? Fall hoch! Wer hätte das gedacht? Oh Gott. Ja, das ist ja... Der absolut zum Scheitern und Verurteil, was ich hier mache. Ist halt auch mies, ne? Das hier ist jetzt quasi wirklich blind, weil... diese Kristall-Herausforderung gab es im Original nicht.
diese quasi zusätzlichen, nenne ich es mal. So, wenn der jetzt in der Mitte wäre. Oh, der ist tatsächlich in der Mitte. Oh, ja! First try, ey, leg mir am Sack. Okay, ist auch leicht. Sorry. Oh Gott, ich krieg für jedes Mal irgendwas. Auf damit, ich will dich. Ich will noch kein Nitro. Ich will noch nichts freischalten heute eigentlich. Wenn ich jedes Mal 5 kriege, dann ist ja nicht so schlimm, denke ich. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, weil, boah. Ich denke mal, dass wir tatsächlich heute im Livestream nicht alles direkt freischalten werden. Weil dafür muss man doch deutlich mehr machen, als ich dachte. So, jetzt machen wir einfach hier der Reihe nach. Ja, ich muss dann schauen, ob ich das dann je nachdem entweder offline weiterspiele oder ob ich dann irgendwie am Wochenende nochmal streame. Kommt halt darauf an, wie regulär ich das spielen muss. Das ist halt echt scheiße, dass ich nächste Woche Prüfung habe. Hätten sie es nicht eine Woche später machen können, das Event? Eine Woche und einen Tag, da ab Donnerstag, nächste Woche habe ich nämlich frei, da kann ich nämlich chillen. Dann habe ich nämlich richtig Zeit für das Spiel hier. Dann kann ich mich um so einen Blödsinn kümmern. Ich meine, dann läuft das Event ja immer noch, aber... Naja. Nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, egal. Ich schaffe das schon, ich werde schon irgendwie alles freischalten. Ich muss noch gucken, ob man auch die Cutscenes nochmal neu abspielen kann, weil den möchte ich natürlich gerne heute Abend im Livestream auch nochmal zeigen. Weil ich habe das Spiel gestartet, kam erstmal direkt eine Cutscene, wo zwei Hühner da saßen und das erklärt haben. Und ich meine, gab es die nicht bei Crash Tag Team Racing? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss doch nochmal überprüfen. Ich meine, da gab es auch irgendwelche Announcer, die dann quasi so geredet haben. Muss ich nochmal in Erfahrung bringen auf jeden Fall. Ah, ja, okay. Warum mache ich jetzt von der Richtung? Bin ich irgendwie deppert? Defleppert? Alter, hä? Willst du mich hier irgendwie... Was willst du von mir spielen? Krieg das Ding nicht. Das bleibt aber auch so schlimm, ne? Okay, wie man sieht... Die Kristalle sind alle nicht schwer. So ähnlich viel, was man hier machen muss, aber. Den einen kriegt man nicht. Oh, muss kurz im Gesicht kratzen. Das schaffe ich hier eh nicht mehr. Ah, gut. Ist nicht schwer, ich muss einfach nur diesen Sprung da schaffen. Manu. Oh. Oh oh. Immer schön sliden. Ich will nicht so viele Sachen freischalten. Auf damit. Ich hol mir das nochmal an. Solange ich noch nicht den Bonus da freischalte, solange ich noch nichts freischalte, ist alles gut. So. Du hässlicher. Hässliches Kackding da. Ja, Jesus Christus. Ich glaube, das war das Ding auch, oder? Bin mir gar nicht 100% sicher. Warst du das? Nee, du warst es nicht. Gerade überlegt. Überlegen ist nicht gut. Ist nicht gesund. Wow, dass ich das Ding gekriegt habe, wundert mich gerade selbst. Ah, okay. Sodele. Dich einmal bitte. Dann hätte ich dich ganz gerne auch mal direkt. Ja, wunderbar. Bäh. So. Easy. Ich hab Angst. Ja, nachher schön PS Plus kaufen. Guck, ob ich in den Laden gehe und mir so einen komischen eine Karte da hole, oder ob ich es einfach online kaufe, geht ja auch, ne? Wahrscheinlich online, ist wahrscheinlich sehr viel entspannter. Ich ziehe jetzt auch alles mit Tiny durch, ne? Das ist jetzt... Aber keinen Bock noch zu wechseln. Ja, sieht aber ganz gut aus. Es fehlen dann ja nur noch 3, ne? Ja. Wenn das jetzt so gut läuft, dann sollte das eigentlich machbar sein in der Folge hier.
dass wir die schaffen. Ich habe die Arenen aus CTR auf jeden Fall nicht mehr so gut im Kopf. Komm mal voll rein. Wozu Mühe geben? Oh, die explodieren dann nochmal. Wusste ich tatsächlich auch nicht so wirklich. Alle gekriegt. Nur darauf kommt's an. Da ist gar nichts. Das war ein Fake. Ach komm hier. Ich hab den einen aber nicht gekriegt, ne? Ja, es ist nicht allzu so professionell, was ich hier gerade tätige irgendwie. Habe ich schon selbst gemerkt. Ja, wohl ein Witz. Ja, wohl ein Witz jetzt. So. Puh, muss ich jetzt echt hier in jede Ecke einmal fahren? Aber auch belastend. Habe ich wahrscheinlich eh schon nicht mehr, weil ich hier am Anfang irgendwie noch so zu lange rumgegammelt habe. Also schön, Tiny. Freut mich für dich. Das war der eine, den ich übersehen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, das ist Käse, was ich hier mache. Ich finde gerade aber euch nicht leicht. Komm, machen wir direkt Neustart. Komm, eh keinen Meter mehr vorwärts. Okay, wie macht man das am besten? Die Arenen hier sind halt gefühlt kleiner als bei, bei CTR. Kommt mir zumindest so vor, vielleicht stimmt es auch absolut nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich dann immer direkt weiterfahre. Ich sollte einfach erstmal den da erholen. Genau. So, hier mache ich glaube ich wieder den YOLO-Move. Ich glaube, der geht am schnellsten. Warte mal, da soll ich vielleicht... Ach nee, ach, hier ist keiner. Ach so. Verstehe. Nein, eigentlich verstehe ich es nicht. So, verschwinde. YOLO-Move wieder. Bam, bam, bam. Mal wieder runter. Okay, ich bin einmal rum. Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Na dann. Haben wir jetzt hier noch einmal rum, würde ich sagen. Irgendwie in der Ecke steht da eigentlich auch noch wer. Da, genau. Genau den da, dem Kopf. Oh, da geht noch weiter. Also ich hoffe, dass da jetzt alle weg sind. Oh, Wand! Das bei Wand aber auch direkt einfach hier, ne? Direkt explodiert ist schon belastend. Okay. Oh Gott, nein. Yeah! Nee, 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 nee. Scheiß Grand Prix, ey. Ich glaube, damit wir mit den zukünftigen Aufnahmen nicht noch einiges kaputt machen, weil, ne? Ignoxidgeister. Oh, ich sag mal Oxid, ey. Los. Und Tropigeister stehen an. Nein, die Enoxidgeister mache ich nicht. Möchte ich nochmal bestätigen. Bestätigen, weil das gerade stand. Kann mal sagen. Ich werde, wahrscheinlich die, ich werde es, offline. Also, ne? Offscreen, off. Also, wenn ich mit dem Let's Play durch bin, werde ich es vielleicht privat mal probieren. Mich an die eine oder andere Zeit wagen. Ne, gibt ja auch eine Trophäe. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal auf schwer durchspielen, den Story Mode. Das Spiel macht ja Bock. Aber, das muss nicht im Let's Play sein, weil dann, da sitzen wir 20 Jahre dran. So. Aber an die Arena erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Ich weiß noch von dem einen Ding, genau. Schmucke. Dum, 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 dum. Ja, ich weiß selber nicht so lange, wo ich ja lang fahre. Okay, das ist mies, weil da sind einige in der Luft.
Ist auch wieder die Donnerschlagmusik, oder? Ich glaub schon. Oh, das war ganz schön knapp, aber. So, fahren wir wieder runter. Ja, noch 1,5 Minuten, was ist das denn? Easy. Ich werde das nicht schaffen, wahrscheinlich. Weil ich jetzt nur eine große Fresse hatte. Ach ja, und dann bei den Choppy Geistern im nächsten Film mit Originalmusik spielen. Da freue ich mich schon drauf. Solch kleinen Ding kann man mich glücklich machen. Okay, ey, wo sind denn jetzt noch welche, wenn ich mal fragen darf? In der Mitte war ich ja eigentlich überall, ne? Da oben, okay. Achso, stimmt, von der anderen Seite muss ich ja auch noch da oben ran. War es auch nur der, ne? Ui! Da habe ich nicht gerechnet. Hier noch irgendwo einer? Ja, tatsächlich. Ach, das war schon der letzte. Ich dachte, da kommt noch einer. Kristallsammler. Oh oh. Es fehlt noch. Noch zwei oder noch ein? Noch zwei, ne? Ja, dann zur Not scheiden wir halt was frei. Dann ist es halt leider so. Da kann ich dann auch nichts gegen tun. Weil ich will das jetzt schaffen hier. Yeah. Ausgezeichneter Start. Alter, die Mucke geht auch ab. Ja, egal. Items bei Kristall-Herausforderungen sind für Versager, ja. Oh ja, keiner. Aua. Ja, aber ich erinnere mich, also in Crash Nitro Kart waren die Challenges auch echt nicht schwer hier. Ging vermutlich sogar schneller. Da hat man immer viel zu viel Zeit, wie man ja auch hier gerade erkennt. 2 Minuten fast. Die Mucke geht ab, Alter. Okay. Ei. Okay. Meine Güte, hier, ey, es ist ja pervers. Kann man die Kiste überhaupt bekommen? Frag für einen Freund. Okay. Einmal zurückgebauen. Ey, das ist doch echt nicht wahr. Das Ding zu bekommen ist voll schwer. Pass mal auf. Wir haben eh viel zu viel Zeit. Ich bring jetzt einmal die Kackkiste da weg. Dann fahre ich da volle Leute. Geht nicht. Wie muss denn der Timing sein? Das ist ja ekelhaft. Stell mich halt einfach hier ruf. So. So, das hast du davon, du Drecksspiel. Was hast du davon? Nichts. So, 4 Stück noch. Okay. Klingt eigentlich machbar, auch in der Zeit noch. Ja, natürlich nicht, wenn ich permanent durch die Items nicht durchfahre. Ach komm. No risk, no fun. Schaffe ich trotzdem. Ey, weil mit so viel Fehlern und ich schaff's, ne? Das ist echt pervers. Boah, man kommt von den Kisten mal gucken. So, und die letzte. Haben wir auch noch. Der Terradrom.
Dürfte auch wieder blind sein, weil da gab es damals, glaube ich, auch keine Herausforderung bei. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich auch das Achievement kriege, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe, irgendeine Challenge. Und vor allem, dass ich nicht irgendwie die aus dem Story Mode hier nochmal spielen muss, damit ich es bekomme oder so. Ich denke nicht. Finale. Piu piu. Ein ausgezeichneter Start. Muss ich jetzt auf jede dieser Vorsprünge fahren? Oh schon. Fühlt jeder auf jeden Fall. Okay, zeitlich ist das hier auf jeden Fall schon mal wieder knapper als eben. Ich kann mir nicht so viele Fehler erlauben. Achso. Hab die gerade irgendwie anders eingeschätzt, weiß auch nicht. So. Ui. Zack, zack. Ah. Hier oben drauf. Ach du Scheiße. Ach nee, ich dachte, ich muss runterspringen. Okay, das ist schön. Oh. Gerade will man mal wieder driften. Ich traue mich gar nicht zu driften. Wenn ich jetzt gleich wieder so ein Bonusgerät da kriege, weißt du? Boni, das will ja keiner. Oh. Okay, dann muss ich noch einmal in die Luft fahren. Mach ich lieber auch schon mal gleich. Einer nur noch. Einer. Wo ist der? Darf ich es gerade schimmern sehen, oder? Ja. Easy. Ja, da haben wir es. Oh, das funkelt. Die Kamera dreht sich gar nicht mehr. Was ist denn los? Okay, Glück gehabt. Okay, das war's. Leute, das war's mit den Kristallherausforderungen und auch mit der heutigen Folge. Danke fürs Zusehen, hat's gefallen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend im Livestream. Ja, wenn ihr das seht, vor 1 Million Jahren. Ich denke, ich werde den Livestream dann vielleicht mal irgendwo hier in der Folge verlinken, weil das ist ja quasi das chronologisch Nächste, was dann tatsächlich passiert in dem Spiel. Aber nicht fürs Let's Play. Ich werde in dem Livestream auch keine Entropy-Geister machen oder sonst was. Man muss einmal in ein Zeitrennen fahren für eine Herausforderung. Ich denke, ich werde dann auf der ersten Strecke den einfach mal machen. Man muss ja auch den Entropy-Geist erstmal wieder freischalten. Ja, dass wir den dann vielleicht schon haben am Anfang. Mal gucken. Also vielleicht ein bisschen... Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie was wirklich hier große Herausforderungen machen muss, die eigentlich für das Display interessant sind. Aber ich denke mal, das geht schon. Also, ne? Dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!